in diesem Moment setzt sich der Sternwagen in Bewegung. Eduard Winter, deutsche Stutenwerden 2019. Wir suchen die Stutenkönige. 50 Meter bis zur Startmarke. Das 11. Rennen Eduard Winter, deutsche Stutenderby 2019 ist gestartet. Und Klingon beginnt mit einem Fehler. Das Kommando geht sofort an Lagrasse. Lagrasse hat sich durchgesetzt. In der zweiten Position von außen, Brightlands in der Mitte, ist Jetway Fortuna sehr gut in die Partie gekommen. Es geht hinein in den ersten Bogen. Klingon ist aus der Partie. Lagrasse hat sich durchgesetzt und führt 3-4 Längen. Gegenüber außen, Brightlands, innen ist Jetway Fortuna. Viertes Pferd ist Jesse Schermer. Dann geht in dritter Spur auch auf dem Vormarsch Janet Newport. Die erste Zwischenzeit ist 0-8-3. Vorne ist Lagrasse, die hat das Kommando gegenüber Jetway Fortuna. In der dritten Position sieht man an der Innenkante Brightlands, Jesse Schermer. Dann kommt in dritter Spur Janet Newport. Vom Ende des Feldes versucht auch Janske Behm zu kommen. Dahinter ist, davor ist Rock My Dreams. Dahinter sind dann Jane Attack und Wang San Diamant. Das fällt jetzt nun vor den Tribünen. An der Spitze weiter in Lagrasse. Außen Janet Newport in dritter Spur, kommt hier weiter in Janske Behm. 16-6 ist die nächste Zwischenzeit. Und Janske Behm rückt weiter vor in die zweite Position. Lagrasse ist an der Spitze führt. Fehler von Jane Attack. Es geht hinein in den Trotto.de-Bogen. Die Nummer an der Spitze 10 ist weiter Rot, in Lagrasse. Dahinter in der zweiten Rot. Position innen Jetway Fortuna, außen Janske Behm, dann viertes Pferd außen Janet Newport, Brightlands innen, dann Gaia, Jesse Schermer, Rock My Dreams und Wang San Diamant. Aus dem Trotto.de Bogen geht es nun auf die Überseite. Lagrasse ist weiter an der Spitze. Außen in zweiter Spur Janske Behm. Dann sieht man innen Jetway Fortuna, in zweiter Spur außen Janet Newport, Brightlands innen, Gaia innen, außen Jesse Schermer, dann Rock My Dreams und Wang San Diamant. Mitte gegenüber, Lagrasse ist weiter an der Spitze und führt. Eine Länge dahinter ist Jetway Fortuna. Jetzt reagiert Jesse Schermer und kommt in dritter Spur voran. Jetzt sind es gleich noch 500 Meter bis zum Ziel. An der Spitze ist Lagrasse, eine Länge dahinter ist Jetway Fortuna, dann Brightlands, in dritter Spur Jesse Schermer, Rock My Dreams wird gewahrt. Im Schlussbogen, Lagrasse verschärft die Fahrt, löst sich jetzt von Jetway Fortuna, aber die geht das Tempo mit. Im Schlussbogen, 11-6 ist die Zwischenzeit. Im Schlussbogen, Lagrasse mit zwei Längen vor Jetway Fortuna, dahinter versucht außen Rock My Dreams zu kommen. In der Distanz, Lagrasse ist vorn, Lagrasse drei Längen, dahinter Jetway Fortuna und außen Rock My Dreams und Lagrasse. Berlin, steh auf! Berliner Stute gewinnt das Stutenderby! Michael Nimczek gewinnt das Derby! Sein erstes Derby! Lagrasse! Lagrasse und Michael Nimczek gewinnt das erste Stutenderby! Michael Nimczek vom Niederrhein für den Berliner Besitzer Ulrich Mommert. Die Bilder sprechen für sich, Emotionen pur. Ich bin sprachlos.
Ja, ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Der schönste Erfolg in meinem ganzen Leben, muss ich sagen, hier vor der Kulisse dieses Stutenderby gewinnen zu dürfen, ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wie gesagt, mir fehlen die Worte. Herzlichen Glückwunsch an Sie und herzlichen Glückwunsch an Ihr Pferd La Grasse, auf meinem Arm verewigt. Bis zum nächsten Duschen. Wie wird das Pferd heute belohnt? Ja, ganz viel Mühe, ganz viel Streicheleinheiten und ich denke, sie darf sich morgen auf ihre Wiese wieder freuen und ein ganz tolles Pferd, der ich alles zu verdanken habe an dem heutigen Tag.